die kann man ganz deutlich erkennen, wie das Wasser auf den Querlenker läuft. Und das ist das Problem. Willkommen auf dem YouTube-Channel von ATP Autoteile. Heute wird es etwas elektrisierend. Wir haben was ganz Spezielles im Hause, einen Tesla Model 3. Kurze Info, Model 3 und Model I haben Probleme mit der Achsaufhängung. Viele Tesla-Fahrzeugbesitzer bemängeln Poltern und ein Quietschen auf der Vorderachse über Unebenheiten, und wir möchten euch heute zeigen, wo überhaupt das Problem liegt, und werden euch das gleich im Video einmal schildern. Denn es passiert so: Wenn es sehr stark regnet, läuft links und rechts einmal das Wasser ab. Das Ganze führen wir euch hier mit einer Wasserflasche jetzt vor. Wir lassen jetzt mal angeblich regnen. Und jetzt kann man ganz deutlich erkennen, das Wasser gelangt dann jeweils einmal hier oben über diesen Wasserkanal, hier auf den Querlenker, und verläuft dann hier über diesen Kugelkopf, sprich über unser Traggelenk, Führungsgelenk. Und das ist bei Tesla Querlenkern hier oben verpresst, und das hat dann, ist nicht zu 100% dicht hier, und das führt dann dazu, dass Feuchtigkeit in das Traggelenk oder in das Führungsgelenk hineindrängt, und das führt dann zu Korrosion, sprich es rostet innen, und dann fängt es hier an drüber laut zu quietschen oder zu gerksen. Und das ist das Problem, was Meile mit ihren Querlenkern behoben haben. Wir haben hier spezielle Alu-Querlenker mit verstärkten Buchsen, so wie man es von Meile HD kennt. Richtig gute Querlenker. Und jeweils haben wir hier diesen Kugelkopf, und wenn man hier jetzt erkennen kann, sieht man jetzt hier keine Öffnung. Denn das ist hier jetzt einmal komplett so gegossen und von unten eingesetzt oder verpresst. Und es führt dazu, wenn hier Wasser wirklich jetzt vorbeiläuft, kann hier gar kein Wasser entlang kommen. Für den Ausbau der Querlenker müssen wir einmal die Querschraube hier lösen vom Achsschenkel, und dann sind die Querlenker jeweils hinten links und rechts mit einer Schraube befestigt. Ja, das erinnert nochmal an so einen Audi-Style, dass wir die Schrauben da nicht rausbekommen, denn die stößen jeweils links und rechts an der Karosserie an. Was müssen wir dazu dann machen? Wir müssen dann einmal diesen kompletten Querlenkerträger abschrauben. Der ist von oben festgeschraubt, sollten eigentlich 4 Schrauben sein. Die lösen wir, und dann können wir das Ganze etwas nach vorne kippen und die Schrauben jeweils hinten lösen und herausziehen. Und dann bekommen wir auch den Querlenker ab. Selbstverständlich checkt hier auch nochmal ab, dass ihr das Kabel nicht abreißt vom ABS-Sensor. Das sollte noch ausgehangen werden, jeweils hier am Querlenker. Das reicht dann auch schon. Weiter geht's hier in den Motorraumbereich. Ja, eigentlich schon unter der Mulde hier hockt eigentlich der Elektromotor auch, oder der Elektroantrieb. Dazu entfernen wir einmal die obere Abdeckung hier. Die lässt sich einfach nur herausklipsen. Und dann haben wir noch unsere Wanne hier. Und das Ganze kommt den einen so ab. Dazu müssen wir nur jeweils alles so aushängen. Auch hier beachten wir Klipse jeweils. Mit Gefühl drangehen. Einmal. Und hier auch nicht noch eine Schraube lösen, sprich die Schraube. Hier haben wir 2 Schrauben, dann jeweils noch 2 hier und 2 drüben. Sprich, sind das eigentlich 2, 4, 6, 7 Schrauben sollten das sein. Und dann bekommt man das Ganze, die ganze Einheit hier so herausgehoben. Hier haben wir den kompletten Elektroantrieb eines Tesla Models 3. Wegbleiben davon. Dazu braucht ihr auf jeden Fall spezielle Elektronik, Fachschulung. Und dementsprechend haben wir hier noch diese, ja, auch ebenfalls Abdeckung. Die ist mit 1, 2, 3, 4. 4 Klipsen. Und dann kommt man das Ganze ab. Und dann können wir schon auf die ersten Schrauben schauen. Das ist einmal hier eine, die zweite ist das. Die dritte ist da hinten und die vierte befindet sich hier unterhalb dieser Regenwanne. Das zeige ich euch gleich, wenn wir das Ganze hier weggebaut haben. Das Ganze jetzt ist hochgeklappt und das ist die letzte Schraube. Also sind es insgesamt 4 Schrauben für diesen Aluträger zu lösen. Und hier kann man dann ganz deutlich erkennen, hier haben wir unser Domlager. Das sind die 3 Schrauben hier vom Federbein. Daran gehen wir aber nicht. Wir lösen wirklich nur die 4 Schrauben von diesem Alukörper. Und dann hängt er sich aus und dann können wir das Ganze etwas nach unten ziehen, zu uns ziehen. Und dann die Schrauben vom Querlenker lösen. Die 4 Schrauben sind gelöst.
drauf achten, man braucht zwei verschiedene Nüsse, einmal 13 und einmal 15 mm, denn die Schrauben sitzen da immer unterschiedlich drinnen. Und dann ist hier auch, kann man ganz gut erkennen, das Drumlager bzw. der Alukörper oben locker. Und das reicht jetzt, wenn wir das Fahrzeug hochheben, etwas runterdrücken und nach vorne ziehen, um die Schrauben vom Querlenker hinten zu lösen, sprich damit die dann rausgezogen bekommen. Vorgabe von Tesla ist noch einmal die Radausschale zu entfernen. Kann man machen, geht auch so. Ist ein bisschen Fingerquälerei, funktioniert aber auch so, ohne die Radausschale zu entfernen. Als erstes lösen wir hier die vordere Querlenkerschraube. Dazu braucht ihr eine 15er Nuss für die Mutter und einmal ein 50er Torx, um die Schraube da zu kontern. Und die bekommt man dann auch ohne Probleme raus. Noch. Nicht so wie bei den Audi-Querlenkern. Und mit einem Ruck hat man hier den Querlenker ausgehungen. Und natürlich jetzt hier nicht vergessen, die ABS-Sensoren bzw. den Leitungssatz hier vom ABS-Sensor auszuhängen. Im Ring, Ratschenschlüssel, können wir dann die Mutter hier bzw. die Schraube dann so weit herausziehen, wie es geht. Und dann werden wir einmal den ganzen Körper da nach vorne ziehen und die Schraube dann herausziehen. Wenn wir oben hier diesen Alukörper nicht lösen, schlägt die Schraube den gegen die Karosserie an und wir bekommen die nicht herausgezogen. Deswegen muss das Ganze einmal nach vorne wandern. Wenn die beiden Schrauben hinten raus sind, tada, haben wir unser Tesla-Querlenker in der Hand. Wir vergleichen jetzt hier noch einmal original Tesla-Querlenker mit den Querlenkern von Meile. Hier kann man ganz deutlich erkennen, HD ist einfach das Geld wert. Auch die Qualität ist es wert. Schaut euch mal, wie dick und wie breit schön die Lagerbuchsen hier hinten sind am Querlenker und wie klein die hier original sind von Tesla. Und dasselbe gilt auch hier von dem Traggelenk vorne. Dies ist viel stabiler als das Original. Klar, mit der Zeit wird das immer etwas unstabil, aber dennoch legt der Meile HD sehr viel Wert auf Qualität und auch überarbeitete, verstärkte Querlenker. Für diejenigen, die wissen wollen, wo kriegt man so Querlenker, natürlich auf dem Shop von ATP einfach drauf gehen. Mit der Schlüsselnummer, die ihr in der Zulassung stehen habt, findet ihr die Querlenker von Meile und ich kann euch jedem nur appellieren, diese Querlenker zu verbauen. Auch wenn ihr Probleme habt, baut euch nicht nochmal die Originalquerlenker ein, die halten wirklich nicht mehr lange und dann werdet ihr wieder in der Werkstatt stehen müssen wegen diesem Problem. Lässt sich auch wirklich richtig gut in der Hand halten, also richtig optimiertes, schönes Design. Jetzt erfolgt der Einbau in umgekehrter Reihenfolge, dementsprechend werden wir nochmal hier den Querlenker reinsetzen. Das Ganze können wir auch schon direkt verfahren, dass wir hier vorne direkt schon mal das Traggelenk reinführen. So, und dann hinten beidrücken und die Schrauben erstmal reindrehen von Hand. Und dann werden wir das Ganze wieder zurückdrücken, samt diesem Träger hier oben. Das Ganze oben schon mal festschrauben. Und die Querlenkerschrauben, die werden zuletzt angezogen. Denn wir müssen das Fahrzeug in eine Leergewichtslage bringen. Sprich, wir müssen entweder eigentlich das Fahrzeug auf die Räder stellen. Dafür bräuchte man dann eine Grube, gegebenenfalls, um die Querlenker anzuziehen. Aber auch das ist sehr schlecht. Einfachste Lösung, Wagenheber, wenn man es auf dem Boden macht. Andere Lösung wäre Getriebeheber. Da schnappt man sich den Getriebeheber, setzt ihn hier auf den unteren Querlenker an, hebt den hoch und dann gibt es ein bestimmtes Maß von Tesla, wird vorgegeben, 60 mm. Sollte der Querlenker dann von oben, vom Dom, der Abstand sein, kann man messen. In der Regel sagt man aber auch Pi mal Daumen, kann man das einschätzen circa. Es kommt jetzt nicht auf ein paar Millimeter an, wie jetzt ungefähr der Querlenker steht. Hauptsache man tut das unbedingt in etwas gehobenen Achsaufhängung anziehen. Das ist A und O, sonst gehen die Buchsen hinten. Wenn wir jetzt hier direkt die Schrauben anziehen und lassen das Fahrzeug ab, dann versuchen die Buchsen sich zu verdrehen und gehen dann direkt rissig oder gehen sofort defekt. Deswegen A und O ist immer etwas anzuheben. So, liebe Zuschauer, das war die Problematik bei unserem neuen Tesla 3. Gibt es, wie gesagt, dieselben Probleme auch bei dem Model Y
im Deutschen gesagt Modell Y. Solltet ihr Fragen haben zu der Problematik oder zu Ersatzteilen, schaut meine Videobeschreibung nach. Das Ganze wird verlinkt. Die Teile sowie auch das Werkzeug findet ihr auf dem ATP-Shop www.atp-autoteile.de. Dort über die Schlüsselnummer könnt ihr die Querlenker finden. Und wie gesagt, ich appelliere an jeden, auf jeden Fall Meile HD verbauen. Damit habt ihr für eine sehr lange Zeit Ruhe. Solltet ihr weitere Fragen haben, knallt die Videokommentare voll. Das Team von ATP versucht alle Kommentare zu beantworten. Wir machen Feierabend und genießen jetzt noch etwas hier den schönen Tesla. Den schaue ich mir noch etwas genauer an. Und nicht verpassen, YouTube-Channel abonnieren, folgt uns auf Instagram, Facebook. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, das Team von ATP Autoteile.